Herzlich willkommen zum Podcast Real Talk – Glauben leben. Ja, herzlich willkommen zu der ersten Folge von diesem Podcast. Und ich bin hier mit dem Jonin. Ich bin der Benjamin und der Jonin ist Pastor bei uns in der Gemeinde. Und wir möchten heute über das Thema «Schafft ein Pastor nur am Sonntag?» reden. Und ja, herzlich willkommen, Jonin. Schön, dass du da bist zu diesem Gespräch. Danke vielmals, Benni. Mega cool, mit dir zusammen das zu starten. Und ja, so wollen wir gerade rein starten, das Thema. Ja, voll. Starten wir voll. Viele Leute fragen sich, was ein Pastor oder ein Prediger, ein Pfarrer, was jemand von den Hörern nicht weiss, was ein Pastor ist. Das ist eigentlich ein Pfarrer, wie es in der reformierten Kirche gibt. Pastor nennt man es oft in der Freikirche. Was macht ein Pfarrer, ein Pastor, ein Prediger eigentlich den ganzen Tag? Und ich habe schon ganz oft erstaunte Blick bekommen, wenn ich an Partys oder so mal erzählt habe, dass ich Pfarrer bin und dass ich auch am Dienstag und am Mittwoch oder am Donnerstag arbeite. Die Leute haben dann gefragt, was? Du schaffst nicht nur am Sonntag. Ich meine, du tust nur Predigen. Genau. Also, ein Pastor macht mehr als nur am Sonntag. Und was er genau macht, das wollen wir eben heute miteinander anschauen. Dann sind wir noch nicht gerade am Ende vom Podcast. Du hast gerade die Titelfrage schon beantwortet. Nein, genau. Genau. Nein, es geht weiter. Aber wir haben jetzt zuerst die Frage, was sollte ein Pastor eigentlich machen? Wie kommt man auf die Idee von einem Pastor? Woher kommt das? Und für das wollen wir miteinander in die Bibel hineinschauen. Und Benni, da würde mich natürlich zuerst mega interessieren, wie würdest du das definieren? Was ist eigentlich ein Pastor? Ja, also ich würd sagen, ein Pastor ist jemand Älteres, Erfahrenes, der die Bibel studiert hat und das den Menschen übermittelt oder vermittelt. Dass er ihnen sagt, schau, das ist das Wort Gottes, so sieht Gott das. Ich zeige dir, wie du das in deinem Leben kannst umsetzen. Und das resultiert natürlich dazu, dass der Pastor oder der Pfarrer dann am Sonntag predigt, wenn alle Leute in die Kirche kommen. Aber auch, dass er da ist für Gespräche mit den Leuten, dass er sie begleitet in ihrem Alltag und bei ihren Problemen. Und dass er ihnen auch nachgeht, oder dass er, wenn er merkt, die Person hat dort und dort das Problem, dass er das auch anspricht und mit dieser Person versucht, darüber zu reden und zu schauen, daran zu arbeiten. Oder? Das würde ich dann so im Bereich Seelsorge eigentlich reinsetzen. Genau. Und ich würde auch sagen, ja, der Pastor muss immer dranbleiben, also er muss immer die Bibel lesen, im Gebet sein, mit Gott im Alltag kommunizieren, damit der Pfad offen bleibt, oder? Weil das ist so wie sein Hauptarbeitgeber, oder? Irgendwie ein Stück weit. Voll. Also so würde ich es jetzt mal ein bisschen umschreiben, oder? Genau. Heißt das, du würdest sagen, dass eigentlich jede Person, die in einer Gemeinde Bibel studiert und Leuten nachgeht und vielleicht ab und zu predigt, ein Pastor ist? Wahrscheinlich, ich muss dich nochmal unterbrechen, weil ich habe ein Wort gebraucht, das mir eigentlich gesagt hat, wie wir es definieren. Ich habe Gemeinde gesagt. Gemeinde, das meinen wir damit nicht die politische Gemeinde, sondern eine Kirchengemeinde, also Leute, die sich versammeln für einen religiösen Zweck, für einen christlich-religiösen Zweck, Christen, die zusammenkommen. Eigentlich Kirche ist Gemeinde, so wie das oft im freikirchlichen Kontext gehört. Genau, jetzt zurück zu dir. Zurück zu der Frage. Also ja, wenn jemand die Bibel studiert hat und vor Gott auch berufen ist, zum Wort weiterzugeben, denke ich, braucht es nicht unbedingt jetzt ein Diplom von der Uni Basel oder so, um eine Gemeinde anleiten zu können mit pastoralen Aufgaben. Alles klar. Muss ein Pastor unbedingt einen Arbeitsvertrag haben? Es ist auf jeden Fall schön und aus meiner Sicht empfehlenswert, wenn man das macht. Einfach damit man auch jemanden kann wirklich freistellen für die Aufgaben, dass er sich Zeit nehmen kann.
bei freiwilligen Arbeit ist es ja oftmals so, dass man halt nebenbei noch einen Job hat, irgendwie schafft und dann halt so Aufgaben noch nebenbei macht. Und dann kann es manchmal sein, dass die Zeit einfach nicht mehr lenkt. Und darunter kann dann auch Qualität leiden und alles. Und von dem her finde ich schon gut, wenn man jemanden hat, der einen Arbeitsvertrag hat, der auch finanziell dafür entlohnt wird, eine gewisse Aufgabe zu übernehmen in einer Kirchgemeinde. Absolut, mega coole Gedanken schon mal. Ich habe etwas ganz Ähnliches. Und zwar habe ich die Haupttheorie, wie ich einen Pastor sehe, eigentlich aus einem Buch. Es gibt eine Serie, die heißt Nine Marks Serie. Das sind 9 Bücher mit je 9 Merkmalen über eine gesunde Gemeinde, gesunde Kirche. Wie sieht eine gesunde Kirche aus, ist die Frage, und die 9 Merkmale mit alle stimmen. Ein Merkmal davon ist, dass eine Kirche durch Älteste geleitet wird. Das Buch hat Jeremy Rinne geschrieben. Und er schreibt dort etwas ganz Spannendes, was für mich mega neu war. Weil ich habe immer, ein Pastor war für mich immer eine angestellte Person, die unbedingt Theologie studiert hat und ein Diplom bekommen hat. Das ist ein Pastor. Alles andere ist kein Pastor, sondern ein freiwilliger Mitarbeiter oder eben ein Ältester. Und er zeigt dort, der Pastor, das kommt aus der Bibel vom Wort Hirt. Pastor ist latinisch für Hirte. Und die Vorstellung kommt aus der Bibel. Und zwar kann ich eine Stelle da jetzt mal vorlesen. Und zwar 1. Petrus 5, Verse 1 bis 4. Dort schreibt der Petrus Folgendes. Die Ältesten nun unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, indem ihr die Aufsicht nicht aus Zwang führt, sondern freiwillig, auch nicht um schändlichen Gewinn, sondern bereitwillig und nicht als solche, die über ihre Besitztümer herrschen, sondern die Vorbilder der Herde sind. Und wenn der Erzhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Also der Petrus schrieb da an gewisse Leute, dass sie sollen die Herde hüten. Sie sollen Hirte sein, ganz einfach. Also eigentlich Pastoren. Und das schrieb er an alle Ältesten in dieser Gemeinde, wo er den Brief dran schickt. Also alle Ältesten eigentlich in der Bibel sind Pastoren. Jede Älteste hat die Aufgabe, dass er den Leuten nachgeht, wie ein Hirte seinen Schäfchen nachgeht, sich um sie kümmert, ihnen Futter gibt, sich darum sorgt, dass es ihnen gut geht, sie gleichzeitig aber auch anführt, dass er ihnen vorangeht, ihnen zeigt, jetzt gehen wir da durch, jetzt gehen wir da durch, und sie auch beschützt vor dem Wolf und dem Löwe. Genauso soll ein Ältester oder ein Pastor die Gemeinde beschützen vor bösen Einflüssen, vor einem geistlichen bösen Einfluss. Und eben das Spannende ist, der Petrus schreibt das Amt vom Hirte, sie vom Pastor, allen Ältesten zu und redet nicht davon, dass die Person angestellt ist oder nicht angestellt ist oder ein theologisches Studium gemacht hat. Das ist da beim Petrus eigentlich gar nicht nötig, unbedingt. Das heisst, Älteste sind eigentlich Pastoren gewesen. Und jetzt nochmal kurze Rückfrage an dich, Benni. Wieso, oder würdest du sagen, unser System heute, dass wir eben Pastoren anstellen, das ist falsch? Du hast schon ein bisschen Hint gegeben. Wieso vielleicht nicht? Aber ja, vielleicht fällt dir sogar etwas Biblisches ein, warum dass es vielleicht gleich okay ist, wenn der Pastor Geld gibt dafür, dass er das macht. Genau, ich kann mal dazu äußern. Ja, vielleicht müssen wir Begriffsdefinition einfach ein bisschen ändern und sagen, du bist nicht Pastor, sondern Verkündiger oder irgendwie so etwas. Genau, wenn die ganze Gemeindeleitung so Pastor ist, dann bräuchte man dich ja eigentlich in dieser Form nicht mehr, oder? Genau. Richtig. Also das ist ja lustig, weil der Jeremy Rinne in dem Buch macht es eigentlich genau gleich. Er tut dann einfach alle ältesten Pastoren nennen und das, was vorher Pastor war, also der angestellt ist für das, dann nennt er einfach den angestellten Pastor. Also du hast dann ehrenamtliche Pastoren und einfach noch einen angestellten Pastor. Und die Frage ist aber, wie auch ein bisschen
damals im Neuen Testament sehen wir nicht, dass Pastoren angestellt worden sind. Oder wir sehen nicht, dass jemand Theologie studieren ist und nachher den Status jetzt bei Pastor bekommen hat. Und darum finde ich es eine Frage wert, warum kann ich mir das erlauben, da zu sein und Geld dafür zu verdienen, dass ich Predigten vorbereite. Gut, wenn ich jetzt so ein bisschen in der Bibel nachschaue, würde ich jetzt gerade mal Jesus als Beispiel nehmen, oder? Er war so im Vollzeitdienst gewesen, immer unterwegs gewesen, hat sehr viel predigt und auch Leute begleitet, also Seelsorge gemacht. Ist sozusagen der Vollblut-Pastor gewesen, halt so ein bisschen als Reisepastor, hat nicht seine eigene Kirchgemeinde noch immer stehen und ist immer am Sonntag dort an, sondern halt offen irgendwie da mal auf einer Wiese und dort am Berg und so, oder? Und von irgendetwas muss er ja auch leben, oder? Dort ist halt nicht so gesehen, dass er einen festen Lohn bekommen hat, weil er halt eben keine feste Kirchgemeinde hatte, aber er hat Unterstützer gehabt, die ihn unterstützt haben mit was sie gehabt haben, also sei das mit Essen oder Unterkunft oder auch Geld, damit sie haben etwas kaufen unterwegs und so. Von dem her, ja, denke ich, ist es auch aus der Bibel her schon so, dass die Leute immer auch unterstützt worden sind, die im vollzeitlichen Dienst sind. Und Anstellung ist einfach eine Form davon, würde ich sagen. Voll, und du hast vorher auch schon angedeutet, und ich finde das noch ich tue natürlich da meine eigene Position rechtfertigen, da muss man das auch immer kritisch sehen, was ich sage. Aber ich finde es vorher angesprochen, was mir auch ein bisschen ein besseres Gewissen gibt, mit Spendengeldern zu leben, ist nämlich die Freistellung, die das gibt. Dadurch, dass mir ein Kirche Geld gibt, sagt sie, wir arbeiten für dich sozusagen und geben dir ein bisschen von unserem Geld, dass du dich Essen kaufen kannst. Und dafür erwarten wir von dir oder hoffen, dass du mehr Zeit im Wort von Gott verbringst und besser und tiefer reintauchst und uns dafür mit dem dienst. Also es ist eigentlich ganz ein einfacher Handel. Genau, und ich biete wie ein Know-how und mehr Zeit und Ressourcen und werde für das dafür entlastet, damit eben, dass ich nicht noch einen anderen Job muss machen, wo ich Geld verdiene damit. Und so finde ich, macht das mega viel Sinn. Der andere Punkt ist auch, es gibt die Stelle, Jesus nennt sie selber einisch und der Paulus, wo sie beide sagen, du sollst einem dreschenden Ochs das Maul nicht verbinden. Und das beziehen sie auf die Verkündiger, also auf die Bibel auslegen und predigen am Sonntag und sagen, wenn jemand Arbeit investiert, um die Bibel auszulegen, dann sollst du dieser Person auch Geld geben für das, weil du sollst sie. Der Paulus verbindet sogar mehr mit dem Gedanken auch von der Ehre, du sollst die Person auch ehren für das, was sie, für die Arbeit, die sie gemacht hat. Arbeit soll man entlohnen. Voll. Und darum würde ich sagen, ist es trotzdem okay, wenn der Pastor ansteht, auch wenn man das im Neuen Testament jetzt so nicht direkt gesehen, dass es gemacht worden ist. Der Lohn muss eben auch nicht jedes Mal aus finanzieller Unterstützung sein, oder? Absolut. Ja, wie siehst du denn das so mit den heutigen Aufgaben von einem Pastor? Also konkret, was machst du denn so die ganze Zeit? Also eben, wie gesagt, ich habe ja vorher schon ein bisschen gesagt, was ich so mir vorstelle, was ein Pastor so macht im Alltag, oder? Und gerade Leute begleiten und so, das ist sicher sehr zeitintensiv. Und du hast ja jetzt keine 100% Anstellung. Von dem her willst du mal ein bisschen erzählen, wie das bei dir so aussieht oder was so Pastor-Hauptaufgaben sind. Ja, voll. Die Schwierigkeit bei dem ist, dass ich das nicht sehr fest generalisieren kann, nicht ganz grundsätzlich kann sagen, weil jede Gemeinde, jede Kirche ist anders, jedes Arbeitsumfeld ist anders, die Stellenausschreibungen sind anders. Bei mir unsere freie evangelische Gemeinde, die dort hat ganz genau definiert, wie viel Prozent ich in was investieren soll. Und das ist bei den meisten Pastoren so, dass sie von der Gemeinde vorgeschrieben bekommen, in was sie Zeit investieren. Das heisst, das kommt immer darauf an, wo du angestellt bist. Aber ganz grundsätzlich habe ich mir jetzt mal drei Sachen notiert, wo ich würde sagen, in
diesen Bereichen bewegt sich jeder Pastor immer wieder. Und zwar, das eine ist Leitung, also dass er der Gemeinde vorangeht und sie anleitet in dem, was sie tut. Das heisst, er hält Sitzungen, er tut Leute in der Gemeinde selber mentoren oder coachen, um sie befähigen, mit seinem Know-how, und er hat andere Leute ausrüsten, dass sie auch, also dass sie ihren Dienst besser machen können. Er macht Jüngerschaft. Jüngerschaft ist, wenn zwei Personen miteinander unterwegs sind, um mit dem Ziel, Jesus näher zu kommen. Das fällt alles so ein bisschen im Bereich der Leitung. Also strategische Denken, sich mal ansetzen. Das machen leider zu wenig Pastor, ich selber auch. Aber das wäre eigentlich gut, wenn man sich einfach, wenn sich ein Pastor ansetzt, eine Stunde oder zwei, und nur darüber nachdenkt, wie ich die Situation, die aktuelle Situation, weiterentwickle. Zuerst anschauen, was haben wir, was ist schon da, sich überlegen, ist das gut oder nicht, und nachher sagen, was mache ich jetzt aus dem, wie können wir noch weitergehen. Also das, so eine Art Vision ausarbeiten. Oder? Genau, genau, aber nicht gross, sondern eigentlich sehr im Kleinen oder im Detail kann das auch sein. Sagen, jetzt wäre vielleicht das dran, jetzt wollen wir einen Podcast anfangen zum Beispiel. Das ist nicht so zustande gekommen, aber das wäre ein Beispiel, dass man ansitzt und sich fragt, was ist dran für die Gemeinde, wo gehen wir an? Wir könnten jetzt zum Beispiel wieder einen Senioren-Mittagstisch starten oder so etwas. Einfach, genau, das ist dann die Leitung, sozusagen die kreative Visionsentwicklung schon auch, Zielentwicklung. Ein zweiter Teil wäre so ein bisschen Vorbereitung. Wenn du am Anfang mit dem gespielt, dass viele Leute denken, dass der Pastor nur am Sonntag arbeitet, weil er ja dort sichtbar ist. Und das stimmt auch, also ich arbeite am Sonntag, wenn ich predige, dann darf ich das als Arbeitszeit aufschreiben. Und darum gehört das zu meiner Arbeitszeit, dass ich am Sonntag dort bin. Es gehört zu meiner Arbeitszeit, dass ich an einem Gemeindeabend, wo ich leite, dabei bin. Aber natürlich muss das alles auch vorbereitet werden, und das ist dann auch ein Teil von dieser Arbeitszeit. Also Gottesdienst planen gehört dazu, Gemeindeabend planen, andere Events planen, Menschen zur Mitarbeit anfragen, koordinieren zum Teil auch, kommunizieren, kreativ sein, Predigt planen, Predigt vorbereiten, das alles sind Vorbereitungssachen. Darum ist Pastor sein ein Bürojob, wo ich viel auch auf meinem Sessel sitze und am Computer und in den Bildschirm hineinschauen und einfach Sachen schreiben. Also Word ist wahrscheinlich das Programm, das am meisten offen ist. Bin ich ein Pastor. Genau, ich gebe mal das Wort wieder dir, Benni. Ja, mir tun sich gerade auf den Fragen. Ja, das habe ich gedacht. Also vielleicht gerade als erstes, wie würdest du denn mit dem Gedanken umgehen, heißt ja in der Bibel, man soll am Tag des Herrn nicht arbeiten, oder? Ah. wie gehst du damit um? Wie kommst du damit klar, zu sagen, hey, ich arbeite am Sonntag? Das ist für mich voll okay. Über den Sabbat könnte man eine ganze eigene Folge machen. Das ist ein grosses, umstrittenes Thema. Ich würde ganz als Sneak Peek sagen, Jesus hat den Sabbat eigentlich abgeschafft. Darum muss niemand den Sabbat halten. Aber Gottes Regeln, auch wenn Jesus würde sagen, du musst das nicht halten, macht es trotzdem Sinn, das zu halten, weil es einfach für den Menschen gesund ist, einen Tag zu haben in der Woche, von dem nichts macht. Und für mich, wie ich die Bibel verstehe, muss das nicht unbedingt am Sonntag sein. Es kann auch am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag sein oder bei mir am Montag. Das heisst, ich arbeite am Sonntag als ganz normaler Arbeitstag und tue einfach den Tag des Herrn sozusagen am Montag nachholen. Cool, ein bisschen verschoben dann. Genau. Dass du zur Ruhe kommen kannst. Es sind aber auch Haufen Aufgaben, die man vielleicht auch delegieren könnte, die vielleicht andere Leute genauso gut machen können, dass du vielleicht dich um Sachen kümmern könntest, wo andere vielleicht weniger gut dafür geeignet sind oder nicht ausgebildet sind oder so. Also wenn du sagst, du hockst hauptsächlich vor dem Computer und in Word und so, dann würde ich sagen, ja, eigentlich solltest du hauptsächlich Personen gegenüber hocken und mit ihnen reden, oder? Oh, Amen. Also das sagst du ganz richtig. Ich würde sagen, es hat mich jetzt gerade wieder erinnert an
an eine Stimmung, die ich hatte, vielleicht etwa vor einem Jahr. Dort habe ich schon dreiviertel Jahr als Pastor gearbeitet. Mein erstes dreiviertel Jahr wirklich als Pastor in meinem Praktikum. Und es hat mich sehr unzufrieden gemacht, weil ich habe wirklich gemerkt, ich bin mega viel im Büro. Und ich habe mir gedacht, wenn Jesus eines Tages würde bei mir an die Tür läuten, beim Büro, und reinkommen und sagen, hey, du arbeitest für mich und du willst so arbeiten wie ich, du willst mir eigentlich nachfolgen. Komm mal mit mir mit und schau, wie ich arbeite. Und ich glaube wirklich, dass Jesus nicht im Büro nachher nebendran angesessen wäre und auch im Bildschirm geschaut hätte, sondern dass wir zusammen rausgegangen wären in die Straßen von Bern und Menschen geheilt hätten und Leute tröstet und ja, das Evangelium verkündet hätten, die Leute Freude gebracht hätten. Und darum, das ist eine Schwierigkeit, das ist definitiv so, wie du sagst, Benni. Und das Problem ist, es müssen gewisse administrative Aufgaben gemacht werden, damit die Gemeinde funktioniert. Es geht fast nicht ohne, sonst gibt es ein grosses Chaos. Und jemand muss die machen. Viele Gemeinden, die sich das leisten können, die lösen das damit, dass sie einen Sekretär oder eine Sekretärin anstellen. Und das finde ich eine coole Lösung. Gewisse Gemeinden können sich das nicht leisten. Und dann gibt es das nicht und dann muss halt ein Pastor einen Teil von dem übernehmen. Natürlich ist es wunderbar, wenn das auch ehrenamtlich kann gelöst werden kann. Ich kann Gemeinden nicht lösen, das ehrenamtlich, dass dort der Pastor einfach unterstützt wird von jemandem, der Sekretariat im Ehrenamt macht. Auf jeden Fall ist es mega wichtig, wie du sagst, dass man Balance haltet zwischen im Büro sein und draussen sein, bei den Menschen, einem Menschen gegenüber sitzen. Weil ich glaube auch, das ist eigentlich das, was Jesus gemacht hätte. Und ich glaube, das ist auch das, was Schafweide bedeutet. Dass du mit ihnen unterwegs bist, dass du weißt, wie es bei ihnen im Stall aussieht und dort schmeckt, wie es ihnen geht. Genau. Das bedeutet, bei den Menschen zu sein. Und vielleicht kennst du das Eisenhower-Schema. Man kann Aufgaben einordnen in dringend und nicht dringend und wichtig und unwichtig. Und mit Menschen etwas machen ist etwas Wichtiges, aber es ist nie dringend. Es ist einfach nicht dringend. Ich muss es nicht gerade machen. Und die dringenden Sachen sind eben administrative Aufgaben, das E-Mail und das organisieren. Und das drängt sich immer vorher auf. Und die zeitkritischen Sachen. Genau. Mhm. Und darum, dort muss man immer ein Auge drauf halten, Pastor, das ist definitiv so. Wie lange brauchst du so zum Vorbereiten von einer Predigt oder von einem theologischen Input oder so? Und ja, was genau machst du dort in dieser Vorbereitungszeit? Für eine Predigt, also es ist, mein Arbeitsgeber gibt mir 8 Stunden für die Vorbereitung von einer Predigt, inklusive Üben, was für einen Anfänger im Predigen, wenn ich einer bin, recht wenig ist. Okay. Genau, aber es klappt meistens. Es kommt sehr aufs Thema drauf an, auf die Bibelstelle. Jetzt habe ich letzten Morgen am Sonntag predige ich über Römer, habe letzte die Predigt vorbereitet. Und der Römerbrief ist sehr dicht, sehr schwierig zum Verstehen. Und über einen Vers kann man eine ganze Predigt machen. Und darum braucht das viel länger zum Ausarbeiten. Andere Texte, gerade narrative Texte, ich würde sagen, dort habe ich auch die grösste Begabung dafür. Das fällt mir viel leichter, kann ich schneller vorbereiten. Und dann meistens kann ich den Text auslegen und dann in eine Predigt verarbeiten. Wenn es geht, innerhalb von 2 Nachmittagen. Nachmittag ist dort am einfachsten für mich zum Schaffen. Das, was am längsten braucht zum Vorbereiten, sind definitiv Themen Gemeindeerbung. Wie zum Beispiel zu Säkularität und Säkularismus haben wir letzte eine gemacht. Und das braucht ewig, weil ich möchte, damit ich Rückfragen gut kann beantworten, das Thema wirklich verstehen und nicht nur Halbwissen präsentieren. Aber das braucht dann auch sehr, sehr viel Aufwand, um die vorzubereiten. Halt einlesen ins Thema und so. Das genau. Lese ich dann ganze Bücher oder eher im Web? Ich mache meistens eine Kombination, aber für den Säkularismus habe ich keins von den Büchern ganz durchgelesen, aber eins wahrscheinlich 3/4 und ein anderes Ausschnitt davon.
Da, eben ja, damit die rauskommen. Genau. Ja, doch spannend. Da tut sich schon einiges zusammenfinden, oder? Was du da dann machen musst. Ja. Genau, das ist aber es ist mega, mega lässig am Pastorenberuf. Ich kann mega viele verschiedene Sachen machen. Das ist das, was ich hauptsächlich auch liebe daran. Ich mache nicht ungern administrative Sachen. Ich tue gerne mal eine Liste korrigieren oder anpassen oder so, oder schön übersichtlich gestalten. Und ich kann das schnell machen, dann kann ich, wenn ich Lust habe, mit jemandem einen Kaffee trinken, dann kann ich ein Bier mit jemandem trinken auf Arbeitszeit, mega cool. Ich kann dann, wenn ich wieder weniger Lust habe, mit Leuten etwas machen, kann ich doch auch mich in ein Thema vertiefen und mega einlesen. Also es ist extrem vielseitig und das ist mega, mega lässig. Ja, aber du bist ja froh, wenn du gewisse Sachen delegieren kannst oder Leute auf dich zukommen und sagen, hey, ich mache das oder das. Das ist auch ein Grund, wieso ich dir jetzt ein Flyer-Design überlassen habe, weil ich gefunden habe, dass kann ich genauso gut, du hast Wichtigeres zu tun. Du kannst es besser, also von dem her macht es Sinn, wenn du es machst, das ist auf jeden Fall so. Ja, absolut, es gibt auch Sachen, die ich nicht gerne mache, wie zum Beispiel viel E-Mails lesen und koordinieren, so Sachen, das muss ich nicht unbedingt haben, aber dem kann man sich auch nicht erwehren, fast kein Beruf kann man sich dem erwehren, dass man E-Mails muss beantworten, das ist einfach so. Genau. Und mehr delegieren ist immer, immer schön. Und es gibt viele Sachen, die ich gerne mache und noch mehr mich darauf fokussieren würde, auch jetzt im Job. Genau. Du hast vorher schon ein bisschen angefangen zu erzählen, was du diese Woche schon gemacht hast. Vielleicht möchtest du noch ein bisschen mehr darauf eingehen, was so alles letzte Woche gelaufen ist bei dir. Sehr gerne. Genau, das ist so ein bisschen einfach als Beispiel für das Tagesgeschäft sozusagen von einem Pastor, was er so normalerweise macht. Ich arbeite ja 60%, bin ich für 60% angestellt. Normalerweise sind meine Arbeitstage Donnerstag und Freitag und noch der Sonntag. Und die Woche hat aber am Dienstag angefangen. Dienstagmorgen mit einer Sitzung. Das ist auch okay, da kann ich. Das Gute ist, ich kann mir selber ein bisschen Zeit einplanen und einteilen, darum kann ich auch am Dienstag mal eine Sitzung machen. Es war eine Sitzung mit den anderen Kirchen von Birsfelden. Und dann am Mittwoch habe ich nichts gemacht für die Gemeinde. Und dann ist es am Donnerstag weitergegangen, wieder mit einer Sitzung, am Morgen früh. Schon am 7. haben wir dort angefangen. weil meine lieben Ältesten, die arbeiten einen richtigen Job und dann müssen sie halt arbeiten. Und darum haben wir vorher eine Sitzung gemacht. Dann bin ich nach der Sitzung ins Büro gegangen, wir haben sie online gemacht. Und habe die Sitzungspunkte zum Teil verarbeitet und dann habe ich ganz viele administrative Sachen gemacht. Eigentlich muss ich zugeben, bis um 12:30. Und das hat eben den Grund darin, dass eine Sitzung immer nachbearbeitet werden muss. Und dann, wenn ich erst am Donnerstag ins Büro komme, ich versuche amigs vorher in der Woche die E-Mails ein bisschen anzuschauen. Es klingt mir nicht immer und ich tue nicht alle beantworten und darum warten dann immer ein paar E-Mails auf mich. Jetzt der Donnerstag, wo ich ins Büro gekommen bin, sind es insgesamt 40 E-Mails gewesen, die auf mich gewartet haben. Nicht alle muss ich beantworten natürlich, sondern sind vielleicht auch einfach, dass ich im CC bin und dann schaue ich für die Information. Aber es dauert gleich immer viel länger, als man denkt, um das zu machen. Genau, den Gottesdienst vorbereiten und so, das gehört alles dort rein, die nächsten zwei Gottesdienste planen. Das hat es gegeben. Dann, Donnerstag, habe ich immer sehr gerne, weil über den Mittag treffe ich mich mit einem anderen Pastorenkollegen aus Basel und mit ihm beten, eine Stunde lang, für unsere Gemeinden und für unsere Arbeit, dass es fruchtbar ist. Dann am Nachmittag sind ein paar Leute vorbeigekommen, für eine halbe Stunde, habe ich mit denen ein bisschen geschwätzt, dann habe ich die Predigt geschrieben, bis am Abend spät. Und dann war noch Gebetsabend, den ich auch noch vorbereitet habe vorher. Ich weiß gar nicht mehr. Und den Gebetsabend habe ich geleitet. Genau, am Freitag habe ich mich getroffen zum Coaching mit dem anderen Pastor aus der FEG Basel. Er tut mich ein bisschen coachen, weil er ist viel älter als ich. Ich bin sehr jung, ich bin 25. Darum noch sehr unerfahren. Darum brauche ich ein bisschen Leitung von jemand anderem.
Dort hat er mich sehr unterstützt. Dann habe ich wieder ein paar Sachen organisiert und dann habe ich etwa eine Stunde lang Telefon geführt mit drei verschiedenen Personen, die gerade ein Anliegen hatten. Und dann haben sie mir das gerade gesagt und ich habe ein bisschen betreut am Telefon. Dann habe ich eine halbe Stunde lang noch mich eingelesen in ein Thema für den nächsten Gemeindeabend. Und dann am Nachmittag habe ich wieder etwas anderes gemacht, nicht für die Gemeinde gearbeitet. Und am Abend bin ich geschlagene 6 Stunden bei jemandem zu Hause auf Besuch gewesen. Und es war mega cool gewesen. Also, wirklich super gewesen. Genau, und jetzt heute, am Morgen, bin ich ein bisschen später aufgestanden, weil ich gestern so lange unterwegs war. Habe wieder für den Gemeindeabend vorbereitet. Jetzt mache ich den Podcast mit dem Beni. Und wohl habe ich predigt. Und ich habe nicht jede Woche Podcast, aber der Rest ist eigentlich eine ziemlich normale Woche für mich. Es klingt irgendwie ein bisschen mehr wie 60%, kann das sein? Ja, die Woche, ich bin jetzt schon... Gestern habe ich so 60% geschafft von meinem Arbeitspensum her in der Woche. Also ich habe an 2 Tagen eigentlich die ganze 60% geschafft gehabt. Aber eben, das ist nicht schlimm und das gibt's und das plane ich mir ja selber. Also wenn jemand geschuld ist, dann bin ich geschuld. Von dem her ist das, ich kann da gar nicht klagen. Und eben das Schöne an dem ist, es ist extrem abwechslungsreich. Also es ist nicht mühsam, viele Stunden am Stück zu arbeiten oder so, oder am Tag, sondern es ist auch etwas Lässiges, was abwechslungsreich ist. Und dann gibt es wieder Wochen, wo ich weniger arbeite und dann komme ich einfach auch mal vielleicht nicht ins Büro und kompensieren. Genau. Tust du auch einen Teil von deiner Arbeit als freiwillige Arbeit verrechnen? Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Da habe ich auch schon gute Diskussionen gehabt mit der Gemeindeleitung. Ich tun. Die Schwierigkeit in meinem Fall ist, dass ich ehrenamtlich arbeite, aber vieles außerhalb der Gemeinde ehrenamtlich arbeite. Also beispielsweise tue ich ein Lager mitleiten, wo ich extern arbeite. Ich tue ein Jugendevent mitleiten, wo ich auch einfach ehrenamtlich mache. Genau, am Freitagnachmittag zum Beispiel bin ich an einer Sitzung für das Lager, wo wir das GLK entworfen haben. Und das heisst, ich tue ein paar ehrenamtliche Sachen machen für das Reich von Gott, aber einfach nicht für meinen Arbeitsgeber sozusagen. Und ich verstehe, dass es gibt dann die Position, die sagt, alle anderen machen ja auch etwas Ehrenamtliches für die Gemeinde. Wieso machst denn du nicht Ehrenamtliches für die Gemeinde? Und dort ist meine Haltung einfach, dass ich etwas Ehrenamtliches für das Reich von Gott mache. Und dort möchte ich drin ein Vorbild sein und andere Leute ermutigen, etwas zu machen für das Reich von Gott ehrenamtlich. Und ich möchte sie nicht zwingen, in meiner Gemeinde etwas zu machen, weil ich in meiner Gemeinde auch fast nicht ehrenamtlich mache. Genau. Wieso, was würdest du sagen, Benni, wie siehst du das? Müsste ein Pastor in der eigenen Gemeinde, vorbildshalber zum Beispiel, auch noch etwas Ehrenamtliches machen? Also, wenn jetzt so viel Arbeit anstehen würde und sich zu wenig Leute innerhalb der Gemeinde finden, die das übernehmen könnten oder wenn das delegieren könnte, dass die Gemeinde nicht total im Chaos versinkt, vielleicht schon, ja. Aber solange man Sachen delegieren kann innerhalb der Gemeinde und Leute das auch gerne machen, finde ich es voll okay, wenn jemand, der angestellt ist, jetzt auch nicht das Pensum aufstockt auf 100% und sagt, ja, der Rest, die restlichen 40% mache ich ehrenamtlich, voll okay. Also eben, wie du gesagt hast, du machst ja auch viel anderes außerhalb der Gemeinde fürs Reich Gottes, oder wo halt bei uns vielleicht nicht abgedeckt werden kann, weil du auch sehr gerne mit Jugendlichen zusammen schaffst und bei uns die Jugendarbeit im Moment nicht so gross ist. Oder? Von dem her finde ich das auch voll okay so. Genau. Also es gibt auch wirklich die Modelle, es kommt auch immer sehr auf die Kirche drauf an. Es gibt Kirchen, die stellen ihre Pastoren an für eine 50-Stunden-Woche und zahlen sie einfach für eine 42-Stunden-Woche. Weil sie eben sagen, wir erwarten von dir, dass du 8 Stunden
ehrenamtlich bei uns in der Gemeinde noch schaffst. Und sie regelt das sogar vertraglich. Und lustigerweise ist das illegal. Das darf man gar nicht machen, weil also das ist eine Versicherungsfrage offenbar. Burnout und so weiter und so fort. Und dann, die meisten Gemeinden machen es aber so, dass sie einfach sagen, das finde ich eigentlich auch ein cooles Modell, wenn du, das sind deine Hauptaufgaben, für die zahlen wir dich. Und dann such dir noch eine andere Aufgabe, die du möchtest machen. Zum Beispiel in der Band mitspielen oder so. Das machst du gern und findest cool und das kannst du ehrenamtlich machen. Und dann musst du nicht Stunden zählen, wie viele Stunden muss ich jetzt Ehrenamt machen und wie viel richtig arbeiten, sondern du machst einfach etwas, eine Aufgabe, die du gerne machst und Freude daran hast auch, machst du auf Ehrenamt. Genau. Finde ich auch noch ein cooles Modell. Ja. Was sind denn so deine Herausforderungen und Freude, die du so hast in deinem Beruf? Also eben eine Freude habe ich schon gesagt, dass es sehr abwechslungsreich ist und dass ich, das hängt auch damit zusammen, dass ich selber gestalten kann. Also ich bin extrem selbstständig, ich bin mein eigener Chef sozusagen, ich kann machen, was ich will, wenn ich will. Also nicht ganz so, aber einigermaßen zumindest. Und das finde ich sehr lässig, die Freiheit, die ich da kann haben. Ich finde auch mega cool natürlich, das ist sowieso cool, dass ich für Gott kann arbeiten kann. Mit Gott kann arbeiten. Also, ihr als Gemeinde dient mich für 5% von meinen 60%. Doch ich meinte, 5% von meinen 60% sollte ich im Gebet verbringen. Und ich meine, hallo, wer hat das Privileg schon, dass er darf Geld verdienen während dem Beten? Und das finde ich sehr, sehr cool. Ich finde es auch gut, wenn ich selber den Pastor würde darstellen, würde ich es genauso machen, weil das so wichtig ist und es nicht darf untergehen. Aber das ist halt mega lässig, für Gott zu arbeiten, mit ihm zusammen sein, während der Arbeit. Und das alles für ihn können machen, das ist sehr, sehr cool. Natürlich ist es auch mega cool, mit den Menschen unterwegs zu sein. Das, was ich liebe, ist, wenn ich sehe, wie Menschen sich verändern durch, ja, Sachen, die ich auch dafür dazu beitragen darf. Oder wenn ich plötzlich die Leute höre, schwätzen, wie ich geschwätzt habe. Lustig ist, wenn die Leute zu mir kommen und mich herausfordern, dass ich mich selber an meine Predigten halte. Das ist eine Freude und eine Herausforderung gleichzeitig. Genau. Die Leute beobachten dich als Pastor. Wie verhaltest du dich? Wie fahre ich Velo? Fahre ich über die ausgezogene Linie oder nicht, wenn ich von der Kirche heimfahre und rechts, links abbiege? Genau. Das sind die anderen Herausforderungen, die man dann auch annehmen muss. Und natürlich, es ist eine Profession, sagt man dem. Also etwas, wo ein Beruf, der dein ganzes Leben umfasst. Also ich höre nie auf, Pastor sein. Wenn ich heimgehe, bin ich immer noch Pastor. Und das merke ich, es lässt dich, gerade als Hauptpastor von der Gemeinde, es lässt dich nie los. Auch wenn ich daheim bin, im Bett liege, ich denke immer irgendjemand und irgendwie über die Gemeinde nach. Manchmal auch mit Sorgen. Ich mache mir Sorgen, wie kommt das gut, wie geht es dieser Person, kommt es mit dieser Person gut, oh, ich sehe ihn, ich misse ihn. Und das ist schon eine Herausforderung, wie man heute so sagt, die Abgrenzung. Und irgendjemand möchte dich abgrenzen, aber niemand auch nicht, weil das ist deine Aufgabe. Genau, so ein bisschen Zusammenfassung von den Freuden und Herausforderungen. Cool, wir sind leider schon am Ende von unserer Zeit, aber mega interessantes Gespräch. Und ich glaube, ich muss meinen Ausgangsblick auf ein paar Stunden noch ein bisschen anpassen, auch vor allem aufs Alter und so. dass ich da ein bisschen oben runterkomme mit dem Alter, dass ein paar Stunden nicht unbedingt alt sein muss. Das ist einfach so in der Vorstellung, ich bin halt wegen der Erfahrung. Ja. Aber ich finde es mega cool mit dir. Danke für das Gespräch. Ja, ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir. Voll, danke dir, Benni. Es ist mega cool, auch dich gerade in der Kirche zu haben und mit dir unterwegs zu sein. Genau, mit so Leuten zusammenarbeiten. Das ist eine Freude vom Pastor, so etwas zu machen. Also, merci dir vielmals. Genau. Ja, und am nächsten Podcast werden wir über das Thema Social Media in der Kirchgemeinde reden und zusammen anschauen, wieso braucht es das und ja, wie kann die Gemeinde da unterstützen oder dabei sein. Und was kann man da alles machen? Genau. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet und das
auch euch interessiert. Und bis dann. Bis dann.